Fixit statt Brexit. So lautet der Leitspruch von NEOS Niederösterreich Spitzenkandidatin Claudia Gammon. Doch was ist ein gesundes Europa und wie erreichen wir es? Diese Fragen wurden in einer interaktiven Diskussionsrunde im Brunnengebirge bearbeitet. In weniger als 4 Wochen findet die EU-Wahl statt. Deshalb lud NEOS zu einer Diskussion ins Brunno. Unter dem Titel 3 Generationen, ein Europa stellten sich Claudia Gammon, die NEOS-Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl, Irmgard Gries, NEOS-Nationalratsabgeordnete und Indra Colini, NEOS-Landessprecherin in Niederösterreich, zusammen mit Christian Schmitzer, NEOS-Gemeinderat für EU-Fragen in Brunn am Gebirge, vergangene Woche einer knapp 2-stündigen Diskussionsrunde. Auf dem Programm standen Themen wie Wirtschaft und Europa, die Zuwanderung oder aber auch Europa als Friedensprojekt. Ich glaube, wenn man das im historischen Kontext sieht und einmal von den momentanen Querelen vom Brexit bis zum Immigrationsproblem absieht, dann ist Europa wirklich eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Aber da braucht man die große geschichtliche Perspektive dazu. Das heißt aber nicht, dass man es nicht besser machen kann, dass man nicht manche Strukturen aufbrechen und verändern kann und vor allem die aktuellen Probleme, die wir als so schmerzhaft empfinden, auch wesentlich innovativer lösen kann. Europa muss die Möglichkeit kriegen, entscheidungs- und handlungsfähig zu werden. Und da müssen wir die Art und Weise ändern, wie in Europa Entscheidungen getroffen werden. Die europäische Politik ganz neu denken und endlich den Weg einschlagen in Richtung Vereinigte Staaten von Europa. Wir brauchen ein Europa, das noch stärker wird und stärker wird, indem die Einigkeit noch größer wird. Also es ist nicht richtig, dass Europa seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Europa ist dazu in der Lage, es braucht dazu mehr Kompetenzen. Und das müssen wir machen. Und ich glaube, dass dieser Weg, dieses Programm, dass man sagt, wir brauchen etwas, wo die Staaten wirklich zusammengeschlossen sind, wie Vereinigte Staaten von Europa, dass das ein guter Weg ist. Mir ist es wichtig, dass Europa sich sehr stark dem Klimaschutz widmet, dass es sich sehr stark dem Thema Digitalisierung widmet, aber vor allem auch der lebendigen europäischen Demokratie, dass wir alle mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten in Europa haben, weil ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger gerne mehr mitbestimmen würden in Europa und auch viel europäischer denken, als man vielleicht vermuten würde. Der ganze Abend wurde ja auch sehr bewusst, wirklich interaktiv gestaltet. Wie wichtig finden Sie es denn, dass man hier mit den Menschen in einen offenen Dialog tritt? Für uns ist Transparenz und Bürgerbeteiligung ein ganz hoher Stellenwert in der Politik. Wir erleben heute viel Politikverdrossenheit und wir glauben, dass eine Möglichkeit, hier gegenzusteuern, einfach darin besteht, die Leute aktiv einzubinden, ihnen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, dass sie Einfluss nehmen können, dass ihre Stimme Gewicht hat. Uns hat das sehr gefreut, dass wir mit diesem digitalen Format der Beteiligung des Publikums hier durchaus einen Erfolg erzielen konnten und wir wollen diese Schiene der aktiven Bürgerbeteiligung auch hier so fortsetzen. Uns NEOS ist das immer besonders wichtig, weil wir auch natürlich gute Lösungen anbieten wollen und Lösungen sind vor allem dann gut, wenn man auch darüber diskutiert und wenn sie angenommen werden und wenn es auch den Ideen der Bürgerinnen und Bürger entspricht und es freut mich auch immer zu sehen, wenn so etwas sehr gut ankommt.